Ratatata und moin moin, Leute, das war ich Unterhaltung. Ich bin's nochmal, heute mit einer etwas besseren Helligkeit, hoffe ich mal, dass meine alte beschränkte Kamera das etwas besser auf die Kette kriegt. Von meiner, die Solaranlage habe ich ja beim letzten Mal schon oben auf dem Dach gezeigt. Das ist unser altbekannter China-Bomber, nicht MPP-Laderegler. Von draußen kommt halt hier die Leitung. Ich habe das halt nur momentan, wie gesagt, ich bin bedingt durch mein Hartz IV wegen meinem Bandscheibenvorfall. Leider hat konnte ich nur mit Dingsbumskabel arbeiten. Lass mal hier 32 Volt Elektrokabeln. Naja, gut, wie dem auch sei. Hier habe ich so ein paar LED-Streifen angebracht. Da oben ist auch noch ein großer LED-Streifen, den ich natürlich quasi hierüber bedienen lasse. Besser, was ich meine. Wie das Gerät im Allgemeinen funktioniert, ist bei unserem YouTuber Lars nachzuschauen, von dem ich auch das wunderschöne T-Shirt gekriegt habe. Danke doch mal an dieser Stelle. Ja, was betreibe ich nun mit diesem Gerät? Hier unten habe ich eine Gigawatt 12 Volt mit 45 Ampere Autobatterie, eine Standard-Starter-Batterie. Es ist nicht optimal, ich weiß. Ich werde noch beigehen, mir noch vernünftige Batteriepolklemmen besorgen, wo noch mehrere Abgriffe sind, sodass ich das etwas vernünftiger zusammenbauen kann. Ja, was lade ich jetzt alles mit diesem Gerät? Ich habe hier von einem Freund leihweise ein 300 Watt Dingsbums, ich komme jetzt auf den verflixten Namen von dem Gerät hier. Ja, Spannungswandler, danke. Ja, ich habe so mit Videos machen. So, und über diesen Spannungswandler lade ich alle meine Kleinstgeräte. Akkuladegerät, Nickel, Cadmium, Metallhydrid, Akkuladegerät. Hier ist mein altbekannter, ich habe ihn ein bisschen weiter modifiziert, Lithium-Ionen für die 18650er. Hier ist meine ganze 18650er Sammlung. Ich weiß nicht, kann ich mal kurz im Anschmeißen den Laden. Da habe ich mir hier nochmal aus dem alten PC SCSI, externes SCSI Gehäuse, habe ich mir noch ein Netzteil selber gebaut, wo ich ja die 12 und die 5 Volt Leitung mir abgegriffen habe. Ach, der ist gerade gar nicht angesteckt. Stecken wir das auch glatt eben an. Du bist wieder fertig. So, jetzt haben wir's. So, wie Sie sehen, funktioniert auch das. Und darüber wird mein 18650 Ladegerät geladen. Das ist mit dem altbekannten TP4056er Chip. Ich habe ihn allerdings gekühlt. Ich habe dafür mir klebbare Kühlpaste gekauft, weil die Dinger wären warm. Ich empfehle euch auch, wenn ihr mit diesen Dingen hantiert, kühlt die Chips. Ja gut, dieser Akku, den ich jetzt habe, der ist natürlich wahrscheinlich voll. Ja, der ist voll, aber funktioniert aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das bediene ich damit alles. Hier ist nochmal für meinen Akkubohrer. Da habe ich mir nochmal das Teil auch nochmal mit angeschlossen. Wie gesagt, ich lade alles darüber, was ladbar ist. Habe noch eine LED-Lampe mir noch darüber am Laufen lassen. Auch die läuft über Solarstrom. Wie gesagt, hätte ich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, würde mir die Anlage natürlich noch um einiges größer erweitert werden. Aber so kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich letztendlich alle meine Kleinstgeräte, alle Akkus, alle Handys, auch von Freunden, Bekannten, selbst Notebooks, lade ich nur komplett mit grünem Strom. So, jetzt nochmal zu was ganz anderem. Ich habe hier oben zum Beispiel auch was Interessantes mal gemacht. Dieser Akku, ja, Akku, der stammt außen, das ist ein Panasonic, da kann man sehen. Dieser Akku stammt aus einem Motorola International 1000 von 1994 oder 1995. Dieser Akku war tot. Und wie ich dann vor 2-3 Jahren das mitgekriegt habe, dass man diese Dinger wieder fit machen kann, einfach dass ich dieses Wasser reinkippen kann, boing, glauben Sie, das habe ich hiermit auch geschafft. Wie gesagt, die ist momentan ein bisschen runtergerockt, damit wir die andere. Na, geht's hier. So, eine andere Notbeleuchtung mit. Ja, befeuert. Wie gesagt, die Batterie ist von 94,95, funktioniert tadellos. Gut, die wahrscheinlich nicht mehr so viel Amperestunden haben. Ich habe es noch nicht wirklich durchgetestet. Ist natürlich logisch, klar. So, hier habe ich jetzt einen anderen lustigen Kandidaten. Ein Freund kam an, ja, ich habe noch eine alte Moped-Batterie, Motorrad-Batterie. Ja, cool, gib sie mal her. War natürlich tiefenentladen, hatte, glaube ich, nur noch 7 Volt gehabt. Und nun bin ich dann beigegangen, habe jetzt einen Monat
an einem Desulfator. Ich habe mir den mal aus dem Netz. Ich bin jetzt nicht der super tolle Bastard, also ich habe mir noch keinen Bidini oder RMF Charger gebaut, da ich noch nicht so die Bauteile nicht habe und auch noch nicht den Plan noch nicht so ganz habe, wie das funktioniert. Aber das wird bald noch so kommen. Auf jeden Fall, den habe ich mir aus eBay gekauft von einem Typen, der das Ding selber gebaut hat. Er hat das Ding auch per Oszilloskop eingestellt, also feines Ding. Damit habe ich auch für diese Batterie einen Monat lang jetzt an einem kleinen Ladegerät dran gehalten und es mit destilliertem Wasser befüllt, gerade ein paar Experimente durchgeführt. Zum Beispiel hier mit einfach Zigarettenanzünder vom Auto, beziehungsweise die Strombuchse aus dem Auto halt einfach. So, jetzt will ich mal gucken, dann will ich euch ja zeigen, dass das auch alles funktioniert. Wie gesagt, die Batterie habe ich schon, ist jetzt wieder zusammengesetzt worden soweit. So ist mein Multimeter. Multimeter? Da ist es. So. Ist auch ein uraltes Multimeter, das habe ich mir damals 98 Papenburg ein Obi gekauft. So, dann wollen wir die ganze Schrose mal zusammentüdeln hier. Da ist Minus. Na. Die Anzeige oben wird später noch angebaut, weil ich die auch in meinem Schlafzimmer als Notstrom benutzen möchte. So, 12, die hatte vorher 12,5 Volt. Ich habe jetzt schon ein bisschen damit rumgebastelt, rumexperimentiert. So, rein damit. Klar, er bricht natürlich logischerweise zusammen. Die Batterie, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange sie gelegen hat. Ich weiß auch nicht, wie die Vorgeschichte der Batterie ist. Da muss er auch immer mit bedenken, wie ist die Vorgeschichte, wie wurde die Batterie behandelt, wie wurde sie gelagert. Man kann nicht alles immer rausholen. Aber, wie gesagt, die war tief mit Laden, die hatte nur 7 Volt und ich habe es hingekriegt. Das Ding funktioniert wieder. Jo, wie man sieht, es ist glüht. Paar grüne Zigarettenanzünder. Perfekt. Ja, meine lieben Leute, jetzt echt Unterhaltung. Dann würde ich mal sagen, das war es wieder von meiner Seite und ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag. Bis denn dann, ciao! Wusch! Auf zum zweiten Teil zeige ich euch, wie die Batterie jetzt integriert ist, die kleine Motorradbatterie. Ups, haben wir schon noch Licht an hier. Tada, da habe ich sie jetzt integriert. Scheiße LEDs. Ich schreibe ohne Ende. Auf jeden Fall, hier ist sie jetzt integriert. Mir noch einen Zigarettenanzünder, ich glaube der stand aus dem Golf 2 oder so, da haben wir aus dem Schrottplatz nochmal geholt. Dann habe ich hier mir noch einen kleinen Verteiler noch dran, ran damit. Hier habe ich noch eine kleine Not-LED-Lampe. Und alles wird natürlich per grünen Strom von der Sonne ausgeladen. Tja, würde ich mal sagen, bis denn dann. Tschüss. Moin Moin, bin wieder da. Ja, hier heute noch ein paar von meinen anderen Basteleien zeigen. Hier drunter. Oh, ups. Ja, das hat keiner gesehen. Egal. Habe ich auch noch eine schöne Batterie drunter. Ist auch natürlich alles mit Solarenergie geladen. Momentan allerdings hängt es hier kurz immer ein Stromnetz dran. So, jetzt zu was ganz anderem. Ich hoffe, es kommt jetzt lichttechnisch hier gut drauf. Sieht gut aus. Ich habe hier aus den schönen grünen Kisten, die immer so bei den Einkaufsläden rumstehen, mir einen schönen Akku rausgefischt. Oh, scheint wohl von einer Bohrmaschine oder sonst was zu sein. 9,6 Volt und haha, blaue LEDs. Ja, die hatte ich noch von irgend so ein CD-Archivteil. Es war so ein Kanal, hatte ungefähr die Größe von der Mikrowelle. Konnte man CDs als Archiv einlagern. Und der war auf jeden Fall kaputt. Auf jeden Fall die blauen LEDs rausgenommen. Und die liefen zum Glück mit 9 Volt. Also, boah, mit dem Akku. Ja, hier oben habe ich auch noch eine lustige Bastelei. Auch eine Lampe, so eine USB-Lampe, die per Touch-Dingsbums funktioniert. Da habe ich mir eine kleine Powerbank reingesetzt. Die habe ich mir auch repariert. Da ist der interne 8650-Akku kaputt gewesen. Auch funktionsfähig. Wird auch per Solar geladen. Ja, doch wohl viel zu meinen Basteleien. Tja, das war's denn.